Saisonauftakt für Eintracht Malsdorf und Berlin United in der Berlin-Liga. Der Tabellenfünfte der letzten Saison empfängt den ambitionierten Aufsteiger, bei dem der erst 29-jährige Fabian Gerz das Traineramt von Aufstiegscoach Thomas Hässler übernommen hat. Die Gäste haben sich außerdem mit höherklassigen Spielern wie dem Ex-Zweit- und Drittliga-Profi Thiago Rockenbach da Silva sowie dem Regionalliga-Aufsteiger Gelicio Banze verstärkt. Damit rein in diese Partie, Berlin United in Weiß mit dem ersten Angriff und Kevin Kruschke erzielt direkt die Führung. Noch nicht einmal eine Viertelstunde ist gespielt und schon gehen die Gäste mit 1:0 in Führung. Kruschke überwindet Eintracht-Keeper André Greulich mit einem ganz feinen Heber und beschert seinem Team damit einen optimalen Auftakt in dieses Spiel. Die Antwort der Gastgeber lässt nicht lange auf sich warten. Scheffler mit dem Kopfball, aber Gästekeeper Paul Büchel ist zur Stelle. Danach wieder die Gäste im Vorwärtsdrang. Kruschke schickt Thiago Rockenbach da Silva, doch der verfehlt ganz knapp das Gehäuse. Wenig später ein Freistoß für Berlin United, aber Rockenbach da Silva zielt erneut wenige Zentimeter daneben. Im Gegenzug Malsdorf mal wieder in der Offensive. Maximilian Schmidt bringt Torhüter Büchel mit diesem Schuss aber nicht wirklich in Verlegenheit. Dennoch werden die Gastgeber nun stärker. Denis Mrkaljevic mit dem nächsten Abschluss. Die Eintracht wird immer gefährlicher. Der Freistoß kommt hoch in die Mitte und der ist tatsächlich nicht drin. Pech für Malsdorf. So bleibt es zur Pause beim knappen 0:1 Rückstand. Und auch nach dem Seitenwechsel drängt die Eintracht auf den Ausgleich. Thilo Scheffler mit der Direktabnahme. Wieder nur Aluminium, aber der Nachschuss sitzt. Der Ausgleich für Malsdorf nur 4 Minuten nach Wiederbeginn und der ist verdient. Beide Mannschaften wollen diese Saison um den Aufstieg mitspielen und durch Schäfflers Tor ist ein Auftaktsieg für die Eintracht wieder in Reichweite. Beim ersten Versuch hat Scheffler noch Pech, der Nachschuss ist dann ganz cool vom 24-Jährigen. Es ist in der Folge eine sehr umkämpfte Partie. Nun wieder die Gäste mit einer Möglichkeit. Aber Schlussmann Greulich bewahrt seine Mannschaft mit einer guten Parade vor einem erneuten Rückstand. Berlin United wird wieder etwas offensiver. Kruschke schickt Rockenbach da Silva. Der kommt zu Fall. Und was entscheidet Schiedsrichter Gisela? Er gibt Elfmeter. Der Unparteiische bewertet das Einsteigen von Philipp Kristic als Notbremse und stellt den Innenverteidiger deswegen auch vom Platz. Der Schiedsrichter bleibt trotz zahlreicher Diskussionen bei seiner Entscheidung. Kristic trifft den Angreifer leicht. Wenn Gisela diesen Strafstoß gibt, muss er konsequenterweise auch die rote Karte zeigen. Die große Möglichkeit also für Philipp Malinowski, sein Team erneut in Führung zu bringen. Und die nutzt er auch. 2:1 für die Gäste, 20 Minuten vor dem Ende. Malsdorf ist nach wie vor nicht einverstanden mit der Strafstoßentscheidung. Malinowski lässt sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen. Kann die Eintracht nochmal zurückkommen? Zunächst einmal Chamki, der das 3:1 auf dem Fuß hat, aber an Greulich scheitert. Und kurz darauf beendet Gisela dieses Spitzenspiel. Berlin United siegt zum Auftakt mit 2:1 gegen Malsdorf und erwischt damit einen optimalen Saisonauftakt. Am Mikrofon der neue Trainer Fabian Gerz. Ja, war hin und her die ganze Zeit und hätte auch 2:1 für Malsdorf ausgehen können. Also es war jetzt kein irgendwie klarer Sieg oder so, sondern einfach nur, wir waren ein bisschen glücklich am Ende, vielleicht ein bisschen cleverer. Ja. Und ja, gutes Spiel trotzdem von beiden Mannschaften, zumindest intensiv. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.